auch der Meyer-Werft, einem Familienunternehmen, das 1795 von Wilhelm Rolf Meyer gegründet wurde. Seit 6 Generationen befindet sich die Meyer-Werft nicht nur im Besitz der Familie, sondern wird von ihr auch sehr erfolgreich geführt. Bernhard Meyer leitet seit 1982 das Unternehmen und machte es zu einem Global Player im Kreuzfahrtschiffbau. Es ist ihm nicht gelungen, die sind auch heute noch zu 80% Protestanten. Und nach hinzu. 1987, nach dem Bau des ersten Kreuzfahrtschiffes, entschloss man sich zu einem ersten überdachten Baudock. Und das ist diese Halle gewesen. Sie war damals 270 Meter lang, die Halle ist 101 Meter breit und 24 Metern die neue Norwegian Getaway. 40 Meter ist das Schiff breit, hat 18 Decks und ist ausgelegt für 4000 Passagiere und 1600 Mann Besatzung. Und auch das natürlich eine schwimmende Stadt mit allem, was dazugehört. Kommen, aber wir haben vor ein paar Jahren schon mal zwei Schiffe gebaut, die Star und die Dawn. Und die kriegten tatsächlich zwei Gardenvillen auf Deck 14. Und die besten Kabinen, die vermietet werden. Und wenn Sie mal mit dem Gedanken spielen, auch so eine Kabine zu mieten, damit Sie wissen, auf was Sie sich einlassen, pro Tag, pro Person 2000 Euro. Also wenn man das Geld nicht rechnet, ist es was geschenkt. Habt ihr in Bremen nicht solche großen Schiffe? Ja, ja, auf der Höhe. Hier, auf dieser Drehscheibe kann man hier sehr schön erkennen. Da sehen Sie nochmal ganz an die geschissene Seite dieser Propeller. Darunter sehen Sie eine von diesen großen Wiesen. Vielleicht kann man die Dimensionen dann ein bisschen besser erahnen. Ja. So, hier geht es im Moment richtig rum. Die Brücke, die Sie da hinten sehen, davor lagen vor 14 Tagen noch zwei. Die sind genau hier. Nein, die können Sie nicht sehen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Watch out.